Herzlich willkommen beim Künstlerporträt des Radio Kaktus. Wir halten uns natürlich auch auf jeden Fall an die Kontaktsperre, aber freuen uns umso mehr, dass wir heute trotzdem zwei Gäste begrüßen dürfen. Und zwar direkt in der Studiokabine sitzt das Duo Contraviento, die Isabel Liptai mit Martin Fürgau. Hallo. Hallo. Schön, dass ihr da seid, dass ihr trotzdem bei uns seid. Vielleicht würdet ihr euch einfach erstmal in eigenen Worten kurz vorstellen. Ich bin Isabel Liptai aus Chile. Ja, und Martin Fürgau aus Deutschland. Und als Duo, wir haben 1986 angefangen wegen Tschernobyl. Und dann hat die Liebe und die Musik gleichzeitig angefangen. Und so war eigentlich von Anfang an, ich sag mal, die Liebe, die Musik und auch... Und die Politik. Ja, wobei Politik eben nie Parteipolitik, sondern immer sehr umfassend gesehen ist. Ne? Also mit den Dingen, die uns bewegen. Das heißt, das Thema Umwelt bewegt uns nach wie vor. Früher war es Tschernobyl, dann war es Fukushima. Ganz viele Themen. Das heißt, Sie haben auf jeden Fall schon so einige Themen, einiges an Musik zusammen gemacht. Wie sieht denn so ein typischer Kreativprozess als Lebenspartner dabei aus? Es ist sehr schön, weil es hat viel mit Vertrauen zu tun, dieser Kreativprozess. Ne? Wir kennen uns seit 34 Jahren. Meine Güte, was für viel Geduld. Ne? Wir versuchen ein bisschen die Welt zu spüren, was die Welt im Moment bewegt. Ne? Und da ich aus Chile komme und die Diktatur erlebt habe, Lateinamerika in unsere Arbeit mit Deutschland, mit anderen politischen Prozessen, sozialen Prozessen zu verbinden. Ja, und so sind es eigentlich auch immer äußere Einflüsse, die uns ans Arbeiten bringen und einen kreativen Prozess starten. Aber wichtig auch in diesem Prozess ist, dass wir eine Mischung gefunden haben, die für uns sehr wichtig ist, und zwar Musik, Texte und Bilder. Und so arbeiten wir unsere verschiedenen Programme. Eine Frage an Herrn Fürgau. Sie spielen ja viele Instrumente und arrangieren vor allem auch die Musik für das Duo Contraviento. Wie verläuft denn dabei der musikalische und kreative Prozess? Die Kreativität, der Prozess, der wird eigentlich angestoßen von außen. Ganz häufig hat das mit Menschen zu tun, mit denen wir uns treffen. Claudia Lahn zum Beispiel aus Münster, die auch weiter hier lebt, mit der haben wir ein Programm gemacht zum Spanischen Bürgerkrieg. Das haben wir auch wirklich oft gezeigt, auch in verschiedenen Städten. Also da waren wir auch in Hamburg, in Köln damit. Und genau, über mehrere Jahre auch. Dieses Thema Spanischer Bürgerkrieg ist dann nachher nochmal an uns herangetragen worden vom Theater in der Kreide, Reinhard Stähling. Und die haben nämlich letztes Jahr ein Stück von Bertolt Brecht, Die Gewehre der Frau Carrar, aufgeführt. Und da haben sie, weil das auch zu der Zeit des Spanischen Bürgerkriegs spielt, haben sie uns gefragt, ob wir nicht Lust hätten, da Musik zu beizutragen. Und so ist auch wieder eine tolle Kooperation entstanden. Und wir sind dadurch von außen wieder angeregt worden, etwas Neues zu entwickeln. Hier mit dem Duo Capeti aus Münster machen wir was. Und für mich noch eine ganz wichtige Person ist ein Pianist, der seine eigenen Stücke macht. Ich würde das so in Jazz einbringen, Tobias Schössler. Wir haben Veranstaltungen zusammen gemacht, auch Aufnahmen auf unserer CD. Und der hat vor allen Dingen, ist ein Meister des Improvisierens. Das war für mich völlig faszinierend, mit ihm Sachen zusammenzumachen, auch ihn zum Beispiel mal nur mit Percussion zu begleiten. Das klingt nach ganz viel Inspiration, ganz viel Teamwork und immer wieder alt und neu zugleich. Das ist auf jeden Fall super spannend. Mhm. Frau Liptai, wir haben jetzt noch eine Frage für Sie. Und zwar haben wir herausgefunden, dass Sie bei dem Film Following the Ninth beteiligt waren. Wie war denn das so musikalisch, da bei einem Film so mitzuwirken? Erzählen Sie doch mal. Ja, es war mehr als musikalisch. Ich war in Kalifornien. Ich hatte dort im Norden Kaliforniens, hatte ich einen Kurs über lateinamerikanische Protestmusik gemacht an einer kleinen Uni. Und da entstand dieser Kontakt zu dem Filmregisseur Kerry Kandel, der in Los Angeles wohnte. Es war sehr, sehr weit weg im Süden Kaliforniens. Und er erzählte, dass er von dieser Ode an die Freude in Chile gehört hat, die wir unter der Zeit der Diktatur gegen die Diktatur gesungen haben. Und so war das. Und so entstand dieser Kontakt. Und 2007 sind wir nach Chile mit der Crew gefahren und haben 10 Tage von Valparaíso bis Chiloé gedreht.
Himno a la Alegría hieß das auf Spanisch, die Ode an die Freude, in eine ganz besondere Version, wie wir sie gegen die Diktatur gesungen haben. Und dieser Film, Following the Ninth, hat mit der 9. Sinfonie von Beethoven zu tun, in verschiedene Erdteile, in Japan, in China, in den USA, in Deutschland, in Chile. Es ist sehr aktuell, weil Beethoven ist jetzt 250 Jahre alt geworden, wie seine Musik so viele Menschen in verschiedene Erdteile inspiriert hat. Menschen, die sich gegen Totalitarismus gewehrt haben. Diese besondere Version möchten wir natürlich niemandem vorenthalten. Deswegen spielen wir die auf jeden Fall jetzt auch noch mal kurz an. Escucha, hermano, la canción de la alegría. El canto alegre del que espera un nuevo día. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol en que los hombres volverán a ser hermanos. Besondere Frage an die Frau Liptai. Und zwar sprechen wir jetzt über eine Frauenbewegung in Chile, in ihrem Heimatland. Ich glaube, Sie können das deutlich besser erklären als ich. Vielleicht erklären Sie auch uns und unseren Zuschauenden, Zuhörenden mal, worum es dabei geht. Am 18. Oktober letzten Jahres fing ein Prozess, der eigentlich schon viel früher, 30 Jahre vorher angefangen hat, aber es war ein sozialer Ausbruch in eine Dimension, die in Chile noch nie erlebt wurde. Das ganze Land hat so einen starken Widerstand gegen Piñera, der zum zweiten Mal als Präsident gewählt wurde, dass es nicht zu stoppen war. Und dann es war die Repression so stark von Seiten Piñeras, dass viele Frauen, die festgenommen wurden, im Haft sind. In den Polizeiwagen in oder den Kommissariaten. Polizeiwagen, und Kommissariaten. Ja, vergewaltigt wurden von den Polizisten. Und dadurch Ende Oktober, Las Tesis, sind vier Frauen in Valparaíso, die Feministinnen sind, haben eine Performance zum ersten Mal gezeigt. El violador eres tú, der Vergewaltiger bist du. Und es war nicht nur die Anschuldigung gegen die Polizisten, gegen den Präsidenten, gegen den Staat, gegen die Gesetze. Es hat so eine Bewegung hervorruft, dass auf der ganzen Welt die Frauen diese Performance gezeigt haben. Das ist unglaublich zu spüren, wie diese Frauenbewegung einen Punkt da angefasst hat, die alle anderen Frauen auch bewegt hat. Sie waren ja dieses Jahr im Januar selbst auch noch mal in Chile vor Ort. Wie haben Sie das empfunden? Am Anfang, ich hatte totale Schiss. Ich habe mich nicht getraut am Anfang dahin zu reisen, weil August hatte ich das Ticket gekauft und zum ersten Mal ohne Martin sollte ich hinfahren. Und das war so gefährlich dann im Dezember. So stark die Repression, dass ich nicht wusste, soll ich hin oder nicht. Auf jeden Fall zum Schluss habe ich mich entschieden. Und einen Monat lang bin ich zwischen Valparaíso und Chiloé gereist und habe diese ganz neue Geist erleben können. Und das war ein Riesenprivileg, weil jetzt durch Corona hat sich wieder total verschlechtert, wo die Menschen ihre Träume verwirklichen wollen und wo sie sich treffen auf den Straßen, egal wo, um über die notwendigsten Dinge zu bereden. Ne? Wie die Menschen leben wollen. Was merken Sie, welche Bedeutung hat diese ganze Geschichte, diese Frauenbewegung für die Frauen in Chile oder auch weltweit, wie Sie ja schon gesagt haben? Es geht ja durchaus um die ganze Welt. Ja, die Frauenbewegung, da ist so ein großes Selbstbewusstsein entstanden. Aber im Laufe der Jahre, ne, das wird immer mehr, in Lateinamerika allgemein. Aber ich denke, auch mit dieser Kampagne Me Too, ne, da ist was ganz, ganz Neues, dieses große Selbstbewusstsein der Frauen,
die ein sehr, sehr langer Prozess sein wird. Aber in Chile, glaube ich, nach Corona wird eine noch größere Explosion kommen als der 18. Oktober. Wir haben eben schon mal ganz kurz die Corona-Pandemie angeschnitten. Das Thema ist ja wahnsinnig aktuell. Ich meine, wir sitzen ja leider hier auch gerade nicht direkt nebeneinander, wie wir es sonst gerne hätten. Welchen Einfluss hat denn diese Pandemie auf Ihren Berufsbereich? Bei mir zum Beispiel als Spanischlehrerin, Anna Krückmann-Haus ist geschlossen. Lesungen sind abgesagt worden, Konzerte von uns beiden wurden auch abgesagt. Das heißt, ich bin absolut arbeitslos. Ja, wir leben nicht nur von der Musik. Ich mache, arbeite grafisch auch und dort bin ich jetzt im Homeoffice und auch auf Kurzarbeit. Aber ich habe immer noch den Eindruck, dass wir eigentlich insgesamt, wenn ich andere Menschen sehe, sehe ich mich noch oder uns noch als sehr privilegiert, weil es gibt Menschen, die eben, also wir haben eben keine kleinen Kinder mehr und das Problem, gleichzeitig Homeoffice und Erziehung leisten zu müssen oder wir müssen auch nicht irgendwie in einer sehr kleinen Wohnung leben. Also von daher geht es uns, finde ich, immer noch relativ gut. Oh ja, und in Deutschland. Deutschland ist ein privilegiertes Land in Bezug zu den anderen. In den Zeiten von derartigen Krisen, von Demos und gesellschaftlichen Bewegungen, welche Bedeutung, denken Sie, hat vor allem die Kunst auch in solchen Momenten? Dieser Zusammenhalt zwischen Menschen, diese Verlangsamung der Prozesse, der Beziehungen. Wir können uns nicht begrüßen, wir können uns nicht küssen, aber wir wünschen uns so gute Sachen zurzeit. Ne? Ja, und was die Kultur und die Musik ja auch macht, ist wirklich, dass sie die Menschen jetzt im Moment auch verbindet und eine Verbindung herstellt und eben auch die Sinne öffnet, die Wahrnehmung öffnet und auch die Herzen öffnet. Noch kurz, was wir hier jetzt zwischendurch machen. Ja, wir haben zum Beispiel ein Haustürkonzert gemacht, ja, für unsere Nachbarn. Und aus dem Fenster haben sie rausgeguckt und das war wunderbar. Ne? Ja, oder ein Video. Ja, auch, das Video, ne, ist eigentlich entstanden, weil mein Vater im Moment mit 90 Jahren im Pflegeheim ist und wir dürfen ihn nicht besuchen. Ich kann aber auch nicht mit ihm telefonieren, weil er einen Schlaganfall hat. Also ich habe wirklich eigentlich überhaupt keine Kontaktmöglichkeit. Es ist verboten. Und dann haben wir ein Video aufgenommen und ihm praktisch zwei Lieder vorgespielt und was dazu gesagt. Und dann haben wir mit dem gleichen Video noch eine andere Ansprache für unsere Freunde gemacht. Und diese offizielle findet man auch im Netz auf unserer Seite, contraviento.de. Und das ist jedenfalls so eine Sache, die jetzt auch entstanden ist. Und ich glaube, mein Vater hat das auch schon, habe ich schon die Rückmeldung, dass er sich darüber gefreut hat. Ich finde auch einen wichtigen Aspekt, dass diese Zwangspause, die uns da jetzt auferlegt ist, eben auch wirklich nicht nur negative, sondern auch wirklich sehr positive Aspekte haben kann. Das ist sowas wie so ein Innehalten. Und wenn wir jetzt durch die Natur gehen, dann nehmen wir die vielleicht stärker wahr oder wir merken plötzlich, dass wir viel weniger konsumieren und dass es auch geht und dass es auch geht mit weniger Autofahren. Und ich denke, was wir da draus mitnehmen müssten, das wäre das Wichtige, dass wir, wenn diese Phase vorbei ist, dass wir eben auch merken, dass wir uns Dinge bewahren, dass wir nicht wieder zum wie vorher zurückkommen, sondern dass wir daraus Schlüsse ziehen. Das ist wirklich danach, dass wir die Möglichkeit finden, einen Weg zu finden ohne oder mit weniger Ausbeutung, mit weniger Umweltzerstörung, weniger Waffenproduktion, wofür eigentlich in dieser Situation, weniger Grenzen. Und das Wichtige ist mehr Gerechtigkeit, mehr Respekt, Solidarität und mehr Zärtlichkeit. Und auch Protest. Ich glaube, wenn wir nicht protestieren, dann werden die Dinge genauso wiederkommen. Weil die Herrscher wollen weiter herrschen und für die ist, das merken wir jetzt, für die ist Menschenleben unwichtig. Und in meinem Land zum Beispiel, die Armen dürfen sterben und die Reichen werden sich retten. Wir haben ja eben schon gemerkt, dass Sie auch vor allem die gesellschaftlichen Entwicklungen immer auch gerne künstlerisch verarbeiten, aufgreifen und ansprechen. Worauf dürfen wir uns denn zukünftig noch vom Duo Contraviento freuen? Was wir
schon einmal gemacht haben, 2 Wochen nachdem ich aus Chile zurückkam. Ja. Das Programm Chile despertó, Chile erwachte, oder wurde wach mit Musik, mit Texte, mit Lieder, viele, viele Bilder und ein wichtiger Film, den ich empfehlen kann, Chile in Flammen, kann man im Internet sehen. Es dauert kurz, aber da kann man besser verstehen, was alles da läuft. Und Chile despertó werden wir weiterentwickeln und weiter zeigen. Wir werden es wahrscheinlich im September in Steinfurt, da haben wir einen Termin, ja. Zeigen. Ja. Genau. Und unsere CD werden wir weiter aufnehmen. Ja, genau. Und ich sage, selbst dieser Abend Chile despertó ist jetzt im Internet frei zu sehen. Ja. Und das kann man auch finden über unsere Internetseite contraviento.de. Und auf dem, ja, wir haben einen YouTube-Kanal und sind auch über Facebook zu finden. Und bei beiden findet man uns schnell, wenn man Duo Contraviento als die beiden Suchbegriffe eingibt. Und bleibt alle gesund und zusammenhalten, ist das Allerwichtigste. Und mit Zärtlichkeit.